Feierabend. Ich freue mich total. Leute, ich arbeite zwar nur einmal die Woche, also so mit Arbeitsvertrag, aber oh, ich muss jetzt gucken, dass ich nicht überfahren werde. Aber, ich halte mal besser an, aber es reicht mir auch. Abgesperrter Haufen. Nein, natürlich nicht. Habt ihr es gesehen? Richtig schöne Blumentöpfe. Und hier, die mag ich am liebsten, Terrakotta-Töpfe, so in so einem Vintage-Beton-Look. Leuchtstoffröhren kann man im Baumarkt abgeben, dann werden die recycelt. Mercedes-Rucksack im Müll. Richtig schöner Rucksack. Nein, nicht gehen. Genau, es gibt noch was zu entdecken. Eine Decke mit japanischen Schriftzeichen. Wisst ihr, was sie bedeuten? Der Rucksack wurde gewaschen, der ist top. Die Decke wurde gewaschen, die ist top. Und die Schriftzeichen, die bedeuten, wo die Sonne untergeht, geht sie auch wieder auf. Hier bei dem Haufen, da standen ein paar Leute auf einem Balkon, haben geraucht und haben mich die ganze Zeit, ich wollte es sagen, fassungslos, aber doch schon sehr interessiert beobachtet. Ich glaube, für manche ist es komplett unverständlich, was ich hier tue. Verlängerungskabel für einen Lightning-Stecker. Das ist vielleicht von SpongeBob, das auch. Geile Tastatur. Könnte man als Deko nehmen. Jede Menge Kabel und schönes Kochgeschirr aus Edelstahl. Wahrscheinlich für eine Kinderküche. Fußballspiel FIFA, was ist das? So Leute, schaut mal, ich bin auf dem Weg zum Supermarkt. Guck mal, wie es da aussieht. Ah, der Wahnsinn, oder? Da oben. Und wenn ich so ein Feuerzeug sehe, ich weiß auch nicht, habt ihr nicht auch den Impuls, da immer zu klacken? Zu gucken, ob es geht, meine ich. Es geht nicht. Naja, dann lasse ich es hier. Mach mich weiter. Hier steht eine Tüte mit gezogenem Kabel, also das Kupfer ist schon weg. Und dann kommt hier gleich ein Gegenstand. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Wisst ihr es? Hallo Leute, willkommen zu dieser Folge und wir starten die Folge ein bisschen anders. Wir gehen mal hier auf diesen Parkplatz. Der liegt so ein bisschen lauschig. Hier ist ein mega Industriegebiet, aber der Parkplatz liegt so ein bisschen abseits, beziehungsweise ihr seht es ja mit den Hecken. Ja, meine neue Frisur.
Ich habe mir die Haare schneiden lassen, wer es noch nicht mitbekommen hat. Mein Friseur meinte auch, es hätte auch nötig gewesen, die Haarqualität. So, jetzt gehen wir mal auf den Parkplatz und viel Spaß mit dieser Folge. Ciao. Schaut mal, das ist so ein einsamer Parkplatz hier, schlecht einsehbar. Wenn ich was zu sagen hätte als Stadt, ich würde das nicht dulden. Ich würde gucken, dass ich die Verantwortlichen bekomme. Und dann würde ich die richtig zur Kasse bitten und würde meinen Stadtsäckel aufbessern. In vier Ecken von dem Parkplatz liegt in drei Ecken Müll. Und ich meine, wenn man hier guckt, also ich glaube, man wird sogar noch was finden, was Gescheites. Zum Beispiel das Piano hier. Guckt sogar der Kuno, gell? Was ist da drei? Es ist echt, also eklig und widerlich. Eigentlich ist das gar kein Parkplatz. Eigentlich ist das schon eine Müllkippe. Der Haufen, der ist nix, aber da kommt schon der nächste, der ist richtig gut. Steigen wir mal vom Fahrrad. Dauert ein bisschen, ich bin schon älter. Ja, ich bin wie eine Elster, wenn es glitzert. Muss ich mir das anschauen. Tolle Holzkonstruktionsbausteine. Und hier eine schöne Butterkachel. Wow, was für meine Strahlersammlung. Her damit. Sehr gut. Und was ist hier? Bleistiftspitze für diese nur Minenbleistifte. Jede Menge Funkfernbedienungen, der Eiffelturm. Und hier ist eine Drohne. Mein Gott, ich hätte gerne eine Drohne. Ich würde gerne ein paar Drohnenaufnahmen machen. Aber ich kenne mich mit Drohnen nicht aus. Und ich glaube, man darf auch gar nicht überall aufnehmen. Das finde ich witzig. Leute, beim Joggen, was findet man da im Wald? Eine VHS-Kassette. Ist aber eigentlich nichts drin, glaube ich. Wir nehmen die mal mit. Ich weiß, wo ein Mülleimer, da kommt gleich ein Mülleimer. Den Wurm, den kleinen, den machen wir noch runter, ganz da hinten, wo das Licht ist. Da ist der Müll. So, Leute, hier ist der Mülleimer. Da kommt es hin. Weg damit und guckt euch mal diesen Baum an. Ich muss jetzt mal kurz zeigen. Das hat zwar nichts mit Sperrmüll zu tun, aber der ist schon jahrelang abgesägt. Ihr kennt ja das Wood Wide Web. Und trotzdem steht er hier noch richtig fest. Weiter geht's. Da hat jemand eine Tasche voller Pfand hingestellt. Ich habe es aber stehen lassen. Ihr wisst ja, ich nehme Pfand nur mit, wenn es irgendwo so einsam im Wald liegt oder so. Es ist morgens. Ich bin noch gar nicht richtig wach. Hier ein kleiner Sperrmüllhaufen. Schönes Töpfchen, aber ein Staubsauger und ihr wisst ja auch schon, hier Kabel, aber ich lasse das natürlich dran. Wir gehen weiter.
Es freut mich, dass so viel Kleider gespendet werden. Schade ist natürlich, wenn die dann die Säcke aufgerissen werden, wenn die nicht mehr in die Spendenboxen gehen und dann regnet es drauf. Hier sind wir tatsächlich in einem richtigen sozialen Brennpunkt. Da gibt es auch immer tolle Sperrmüllhaufen. Hier steht Vollholz, Kiefernstuhl, Modell Landhaus und hier so eine Wölkchenlampe von diesem schwedischen Möbelhaus. Die wird im Internet gebraucht für bis zu 110 Euro gehandelt. Ich fahre zur Arbeit über die Felder. Ich finde, ich habe den besten Arbeitsweg. Hier könnt ihr mal sehen, was ich so mache. Ich befreie die Rabatte vom Unkraut, finde dabei jede Menge Sachen. Das muss man einmal komplett umgraben. Mit dem Spaten kommt man gar nicht durch. Darum nehme ich die Wiedehopfhacke, mein Lieblingswerkzeug, bisschen brachial. Guck mal, was man hier alles findet. Auch hier finde ich Pfand. Und wenn es dann fertig ist, dann sieht das Ganze so aus, wieder schön ordentlich. So. Und jetzt kommt dieses Stück hier dran. Und nach ein paar Stunden sieht es dann so aus. Und jetzt fahre ich nach Hause, klatschnass, dreckig, schlammig, aber mit so einem Gefühl tiefer Befriedigung. Das hatte ich früher in meinem alten Job überhaupt nicht so. Oh, die besten Kastanien, die ich jemals hier im Wald gefunden habe, sind richtig dick dieses Jahr. Wahrscheinlich wegen dem vielen Regen. Nehme ich mir jetzt ein paar mit. Der Herbstregen ist stärker geworden, aber das macht überhaupt nichts. Ist euch schon mal aufgefallen, dass die wirklich schönen Dinge im Leben kostenlos sind? Wie hier dieses köstliche Wasser und die schöne alte Buche hinter dem Brunnen. Und jetzt gehe ich nach Hause. Wasch die Kastanien und dann werde ich die essen. So Leute, hier steht mein kalter Kaffee. Und speziell auch für den André, der mir schon total viel gute Tipps gegeben hat. Über Sperrmüll und über Schrott und so und Metalle und Kabel und so. Hier jetzt nochmal die neue alte Verkabelung. Das ist einfach ein Blumentopf, habe ich da jetzt genommen. Aber ihr seht, ich bin hergegangen und habe die alten Leerrohre und Haken wieder genommen. Habe das schön schräg laufen lassen, nicht gerade, wie man es eigentlich macht. Wunderbar. Bin sehr zufrieden. Sieht ja schon viel, viel ordentlicher aus. Jetzt gehe ich her. Mein Kaffee von heute Morgen, den ich nicht geschafft habe. Jetzt gehe ich her und mache mir da entweder noch mal einen heißen Kaffee drauf oder mache mir den schnell warm in der Mikro. Mist, jetzt habe ich den erschreckt. Leute, ich kann nur sagen, was ich schon oft gesagt habe und wo ich mich eigentlich auch viel zu selten dran halte. Ich weiß auch nichts. Macht euch keinen Stress und lasst euch aber auch keinen Stress machen. Ganz wichtig finde ich das. Wir leben echt in Zeiten, wo man wirklich aufpassen muss, dass man sich die Dinge nicht zu sehr reinzieht. Mein größtes Vorbild ist Alfred Delp. So Leute,
Ich bin klatschnass, durchgefroren, aber ich habe durchgehalten. Wenn ihr auch durchgehalten habt bis zum Schluss, dann kommt jetzt ein Gedicht. Juni, Feiertag. Geräder, zu viel Bewegung, zu viel Zeit. Dieses Leid, wir leiden im Paradies. Wo ist die Zeit hin, denkt er mit Anfang 50. Und dann merkt er, dass doch unglaublich viel erlebt war. Mehr, wie Zeit übrig ist, sich zu erinnern. Und dann weiß er, dass der Tag kommt, wo die Zeit noch mehr rast. Dieser Tag, dieser besondere Tag, der letzte Feiertag in deinem Leben. Und er wird mit viel, viel Glück nur eine Sekunde andauern.